Willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Reise ins All. Heisen ist geheilt und wir befinden uns hier am Dorf der Frösche, das wir jetzt einmal betreten und ich würde sagen, wir besuchen den Häuptling, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber wir sehen ja gleich, wie er heißt, wenn er mit uns spricht. Melden uns zurück, Euer Majestät! Amphos war der Name. Ich wusste, ihr werdet es schaffen. Und jetzt wird es höchste Zeit, unsere Heimkehr in die Wege zu leiten. Genau. Bin schon begierig darauf, den Kriegsplan zu erörtern, den Euer Majestät ausarbeiten wollte. Das habe ich allerdings. Ich bin gespannt, auf welche Weise Sie sich eines der Schiffe der Tentakler zu bemächtigen gedenken. Schon wieder eine Besprechung, Vater? Sollten wir nicht langsam gegen die Schlangen zur Tat schreiten? Ah, Nixos, du kommst gerade recht. Hört meinen Plan. Und hört, welche Rolle die Schlangen dabei spielen werden. Endlich! Wir schlagen also doch noch auf das Natterngezücht ein. Die Feste der Vielarmigen ist nur per Land zu erreichen, denn der Fluss ist südwärts unpassierbar. Kenne keine unmöglich, wenn es um Attacken geht. Habe zudem schon Bekanntschaft mit dem Fluss. Mit seinem leichten Teil. Leicht? Wenn das leicht war, was verstehen Sie dann erst unter schwer? Reißende Wasser, die ein Boot im Nu zermahlen. Tobende Strudel, die den Schiffer in den nassen Abgrund zerren. Und vor Hitze brodelnde Fluten, die euch mit kochenden Fontänen übergießen und garen. Oh! Es bleibt der Landweg. Doch zwischen unserem Tümpel und den Vielarmigen liegt das Land der Schlangen. Und deshalb werden wir sie zerschmettern. Nein, wir schmieden einen Bund mit ihnen. Einen Bund mit unseren Erzfeinden? Sie haben meinen Bruder getötet, deinen Sohn. Dieser Hass hat schon zu viele Tode gekostet. Es ist Zeit, ihn zu begraben. Das meinst du nicht im Ernst? Wage es nicht, diesen Ton mir gegenüber anzuschlagen, junger Prinz. Von dir lasse ich mir gar nichts mehr sagen, Schlangenfreund. Oh, Nixos. Es ist schwer für ihn, in neuen Bahnen zu denken. Kriegsverzicht wiegt nie leicht. Sache riecht nach Ärger. Ich würde sagen, das Zweite, das klingt zwar nicht nach von Meckwitz, aber es klingt nach mir. Ärger? Nixos mag ein Hitzkopf sein, aber er bleibt an meine Wünsche gebunden. Mir scheint, einen Bund mit den Schlangen einzugehen, ist angesichts der Vergangenheit etwas kitzlig. Es wird schwierig, in der Tat. Vor allem der erste Schritt will wohl überlegt sein. Wen soll ich als Parlamentär ausschicken? Für jeden meiner Lurche wäre das eine Reise in den Tod. Die Schlangen ergriffen und erschlügen den Boten, noch ehe er mein Angebot vortragen könnte. Machen wir es etwa? Meine Güte, die Alternative fällt uns gleich auf die Füße, so schwer wie sie im Raum hängt. Wir gehen! Was für ein reizvoller Vorschlag. Euch würden die Schlangen vermutlich anhören, bevor sie euch... Wie bitte? Dann wäre das abgemacht. Es liegt ohnehin in eurem Interesse. Hier, nehmt das mit euch. Sehr geil. Überbringt dieses Schreiben den Schlangen. Danke. Wir erhalten eine Urkunde. Wo belieben sich die Schlangen denn überhaupt aufzuhalten? Geht einfach nach Osten Richtung Fluss. Dann werdet ihr im Süden einen Pass entdecken. Er führt zwischen zwei Bergen, direkt in den großen Urwald. Den müsst ihr durchqueren, verlauft euch nicht. Sobald ihr den Wald verlassen habt, werdet ihr dem Schlangenbau gegenüberstehen. Klingt einfach! Dann wünsche ich euch eine gute Reise und scheitert nicht. Es hängt viel von euch ab. Okay. Sind wir noch aufgeheilt? Müsste eigentlich, ne? Ja, sieht gut aus. Speichern wir doch einmal. Und dann schauen wir, ob wir uns im Urwald verlaufen. Wer weiß, was für Rätsel dort auf uns warten. So. Und da sind wir. Wir wollen weiter in das Umland. So. Hier unten war doch der Urwald. Was ist passiert? Da. Und... Unübersichtliche Gegend. Geben Sie Acht, wenn mich meine Expeditionen eines gelehrt haben, dann die Tücke des Urwaldes. Ach, armer Pedro, ich dachte wirklich, es sei ein Baumstamm. Wovon reden, Herr Professor da?
Wir dringen in einen feindlichen Lebensraum ein. Rechnen Sie mit allgegenwärtiger Gefahr. Blutsaugende Mückenschwärme, giftige Tümpel, verborgene Schlammlöcher, wilde, unbekannte Bestien. Ach, mein Forscherherz gerät bei so einer Aufzählung gleich ins Schwärmen. Kommen Sie, liebe Freunde, das Unbekannte lockt. Okay, ich würde sagen, wir speichern nochmal, wenn wir hier jetzt am Eingang stehen. Nicht, dass uns irgendwelche Baumstämme angreifen. Ah, da haben wir Mückenschwärme. Boah, die Mücken sind dieses Jahr auch richtig heftig. Komisch, wo mag denn der Besitzer abgeblieben sein? Wer es findet, darf es behalten. Ein Wassereimer. Gehen wir mal zu den Mücken. Ja, ich bin davon ausgegangen. Wie verletzt sind wir? Die haben schon einiges abgezogen, ne? Okay, wir halten uns also von diesen Schwärmen hier fern. Ah, cool, das Geräusch, wenn man hier reintritt. Okay, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, wir gehen zuerst links diesmal. Und da ist eine Moorrübe. Keine Moorrübe. Ein Wurm erscheint. Wir schätzen natürlich erst einmal ein. Was könnte er machen? War das gegen einen? Ja, das war nur gegen einen. Also stampfen wir einmal. Sie schützt Heisen. Jetzt müssen wir ihn ja wieder mit einplanen. Und was könnte er machen? Die waren doch alle gegen Eis ziemlich empfindlich hier. Die vielleicht auch. Mal schauen. Giftwolke. Vergiftet. Ja, zwei sind vergiftet. Ziemlich uncool. Also, was haben wir? Wurm. 350 HP. Stärken, Kälte. Yay, habe ich richtig geraten. Tritte. Sehr gut, dass wir stampfen und Kälte einsetzen. Komplette Immunität gegen Blind. Benutzen wir eh nicht. Schwäche. Überraschungen und Klingenwaffen. 28 HP. Aber immerhin sind sie geschockt. Gut. Okay, was macht er? Ja, ich weiß nicht. Ich finde die Bonbons ein bisschen übertrieben. Also greifen wir wohl normal an. Und er hat nur normale Angriffe. Also greift er auch normal an. Und sie benutzt einmal, wo haben wir das Gegengift da? Erstmal auf Heisen, weil er weniger HP hat. Und er hier benutzt dann Flammensturm. Mal gucken, ob das was bringt. Schock ist überwunden. Vielleicht sollten wir doch wieder aufstampfen. Stampfen. Das sieht okay aus. Das war jetzt nicht so prickelnd. Er versucht nochmal normal anzugreifen. Er auch. Sie benutzt Gegengift auf von Mackwitz. Und er... was könnte er denn machen? Die Flammenlinie, die macht wahrscheinlich weniger Schaden. Braucht aber auch weniger MP. Schmeckt kalten Stahl, elendes Gewürm. Wir haben keinen Stahl. Mal sehen. 61 ist okay. Und das lohnt sich echt gar nicht. Vielleicht haben wir noch irgendwelche Statusveränderungen, die Heisen einsetzen könnte. Er greift auf jeden Fall normal an. Er auch. Sie benutzt Gegengift. Und er, was haben wir denn noch? Schlaf vielleicht. Stille bringt bei denen nichts, weil die haben keine MP. Oh, und jetzt sind sie alle vergiftet. Wir bräuchten uns so eine Massenentgiftung. Also sie könnte auch bald mal heilen. Wie sieht's aus? Ja. Oh, er ist eingeschlafen. Voll gut. Nein, Eleanor ist konfus. Das gefällt mir gar nicht. Er könnte nochmal Blindheit einsetzen. Also bei denen müssen wir wirklich mit Statusveränderungen arbeiten. So, er ist aufgewacht. Achso, das war von uns. Er greift an, er... Und Schlaf. Sekret. Ich habe damit geahnt, dass Eleanor uns angreift. Zum Glück ist sie so schwach. Okay, 460 Erfahrung ist eigentlich okay. So, dann würde ich sagen, wir benutzen erstmal ihre Fähigkeit des Gegengifts. Und zwar auf jeden. Und sie sollte auf jeden Fall eine große Gruppenheilung machen. Wie sieht's aus? Prima. Alle wieder bei Bewusstsein und ein neuer Speicherpunkt wird angebrochen. Wir haben eine Moorrübe und 5 Erfahrung, warum auch immer. Sind die Würmer wirklich fort? Wir können das sicherlich auch erörtern, ohne auf den Ganglöchern zu stehen. Das stimmt. Ja, das passt wiederum nicht. Was haben wir dort? Ich wollte zu der Wabe.
Rauskommen! Oh nein. Oh Mann. Weggetreten! Aber die Hauptsache ist, dass sie wirklich rauskommen und wegtreten. So. Hier hinten scheint es ja nichts zu geben. Ah, da werden wir vielleicht noch was draufwerfen. Oder von außen herankommen. Oder wir fallen durch den Wasserfall, was ich mir auch zu... Was ich nicht mir, sondern allgemein dem Spiel zutrauen kann. Dann schauen wir erstmal rechts, bevor wir runtergehen. So. Und das war endlich mal ein Wasserfall, der nicht ganz so laut war. Und hier gibt es wieder Gift, wie wir sehen. Aber erstmal kämpfen wir gegen die Faulfliegen. Einschätzen. Greif normal an, komm. Gehen wir auf Nummer sicher. Und sie benutzt einmal die Schutzmauer auf ihn hier. Was könnte er machen? Er greift noch... Er macht Schlaf. So. So. Ich glaube, Eleanor wird heilen. So, der Kennerblick. Wir haben die Faulfliege mit 375 HP. Stärken sind Luft- und Sprungattacken, hatten wir ihn eh nicht eingesetzt. Schwäche, Wasser- und Rammangriffe. Also kann von Macbeth richtig zuschlagen. So, und zwei von denen schlafen. Ich glaube, dabei bleiben wir, weil dann können die uns auch nicht angreifen. Versuchen wir erstmal einen Rammangriff. Er hier, weiß ich nicht, er könnte stampfen. Sie sollte einmal die Gruppenheilung 2 einsetzen. Und er bleibt bei Schlaf. Das fand ich ziemlich gut. Wehe, eins von diesen Dingern berührt mich. Ich mag immer diese Sprüche und Eleanor ist geschockt. Na toll. So. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das könnte er einsetzen. Weil dann sind alle getroffen und es war jetzt schon ganz ordentlich, der Schaden. Er macht mal das hier und er stampft wieder. Und, ah, sie ist wieder da. Gruppenheilung 2 bitte. Und du benutzt wieder Schlaf. Also die sind echt nicht ohne, die Gegner hier. Gut, dass wir immer versuchen, sämtliche Erfahrungspunkte abzugreifen. So. Die letzte weicht echt gut aus, muss man ja sagen. Und ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel von Macbeth abgezogen hat. Schlagen wir nochmal normal zu. Und er stampft und... wie sieht's aus? Es sieht eigentlich okay aus. Sie könnte einmal Schutz auf sich selbst einsetzen. Und er benutzt wieder Schlaf. So. Ja. Hauptsache, die wachen auf und die eine ist direkt mit geschockt. So, wie viel war das? Ein kritischer Treffer. Den kann man natürlich jetzt nicht gleichsetzen mit einem normalen Angriff. Von daher, nochmal ein normaler Angriff. Er stampft. Und sie, wie sieht's aus mit dem Leben? Abgesehen von der Kreatur, ganz okay eigentlich. Dann würde ich sagen, wir benutzen trotzdem die normale Gruppenheilung. Kann nicht schaden. Es kann ja sein, dass nochmal jemand angegriffen wird. Und er bleibt bei Schlaf. Patsch, patsch, patsch! So, wie viel? 64, ist okay. Ich denke, wir können dabei einfach bleiben. Eine ist eingeschlafen, diesmal die zweite. Okay, dann bleiben wir einfach dabei, finde ich gut. Uns geht's ziemlich gut. Sie kann normal angreifen, sie hat gerade nichts zu tun. Und er bleibt bei Schlaf natürlich. Ich weiß, das habe ich schon lange gedrückt, also der Ton ist nicht versetzt. Ich kam nur erst zu spät auf die Idee, das anzusprechen. Boah, die haben aber auch ein Leben. Eigentlich haben die gar nicht so viel Leben, aber die halten viel aus. Wobei, so viel halten sie auch nicht aus. Ich kann meine Gedanken gerade nicht in Worte fassen. Okay, die ist auf jeden Fall platt. Dafür hätten wir jetzt echt nicht aufstampfen müssen. Und ich würde sagen, wir greifen ganz normal an. Abgesehen von ihm, er bleibt bei Schlaf. Sehr gut, Eleanor. So, dem geht's auch nicht mehr ganz so gut. Ja, sehr fein. 750 Erfahrung. Das ist doch ordentlich. Sie hat Kurbar 2 gelernt. Könnte das vielleicht auf alle sein? Das wäre äußerst erfreulich. Mal schauen. Kurbar 2. Hebt jeden schlechten Zustand auf. Ist auch okay. Speichern wir den Erfolg mal. So, da muss ich jetzt auf jeden Fall auf... Was? Oh! Armer von Macbeth. Da müssen wir dann echt scheinbar aufpassen, wo wir hingehen. Da versinken wir auch wieder. Aber er ist hochgehüpft. Das heißt, wir sind unserem Ziel ein bisschen näher. Da versinkt er wieder. Kommt man oben rum? Mal gucken.
Ja. Oh, da klingelt mein Telefon mal wieder. Ich mache eine kurze Pause. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Für mich sind jetzt über 20 Minuten vergangen. Für euch nur ein paar Sekunden. Und ich würde sagen, dann gehen wir hier einmal weiter. Ich hoffe, man kommt nochmal zurück, wenn wir nochmal links unten weiterschauen wollen. Und trotzdem, wir gehen erstmal hier lang. Ganz schön viel hier los. Aber ich wollte erstmal rechts lang. So. Okay. Das klappt ja ganz okay. Ja, war fast klar. Ah, und er ist hochgehüpft. Das heißt, wir können wieder hier außen rumlaufen. Okay. Mal sehen. Wow. Achtung! Treten Sie nicht auf die Blasen, liebe Freunde! Ja, das haben wir auch so schon versucht. Ich glaube, ich will hier noch nicht lang gehen. Aber, ich würde sagen, wir speichern hier nochmal auf einem neuen Speicherpunkt. Und versuchen nochmal hier durchzugehen. Und falls es ein bisschen schief läuft, ist das nicht ganz so schlimm. Die Folge wird ja auch nicht mehr ganz so lang. Laufen wir einmal ganz schnell durch. So. Ein Wassereimer. Da oben scheint nichts mehr zu sein. Ich möchte aber wissen, ob wir damit was anfangen können. Nur ein paar Reste einer großen Echse. Ach so, kann ich vielleicht gehen? Also quasi, dass ich gehe und... Nee, das bringt's nicht. Gucken wir uns einfach hier um. Okay. Ah, ich kann quasi jeden zweiten Schritt gehen. Das habe ich jetzt begriffen. So, ist jetzt auf jeden Fall zu spät. Was haben wir da? Ein Grashalm und 5 Erfahrungspunkte. Was haben wir da unten? Ah, da kommen die Wege wieder zusammen. Alles klar. Ich würde aber vorschlagen, jetzt nachdem ich so elendig vergiftet bin, ich glaube, wir sind tot, oder so, ich weiß es nicht, wir gucken uns auf jeden Fall genauer hier um, und zwar in der nächsten Folge. Wow, ganz schön gefährlich hier, wirklich. Und, ja, bis dann.